Hallihallo, liebe Freunde, herzlich willkommen hier bei Verspielt Gaming mit Herz und ich begrüße euch zu einem weiteren Teil mit Sekiro Shadows Die Twice. Hallo Leute. Servus. Und liebe Freunde, wir sind endlich, wahrscheinlich, so langsam, aber sicher, wer weiß, also ich bin mir nicht sicher, aber es fühlt sich so an, im Endgame, also quasi so fast am Ende von Sekiro angekommen. Endlich. You're dead. You crazy son of a bitch, you're dead. Und das mache ich daran fest, dass die Ereignisse sich im letzten Teil doch schon eher zum Merkwürdigen entwickelt haben. Wir haben alle Bestandteile des Räucherwerks zusammengesucht, die wir brauchten, um ins Reich der Götter vorzustoßen, oder in den Palast der Urquelle, besser gesagt. Und dann wurden wir von diesem Ding hier, wurden wir dorthin gebracht, an den Palast der Urquelle. Und dieses Ding, ich weiß gar nicht, ob man es sieht, haben sie geschickt verdeckt. Das haben sie geschickt verdeckt, From Software. Dieses Ding hat ein Ding. Also, das hatte so ein komisches, hölzernes Balken im Schritt direkt. Man könnte fast sagen, es war so eine Art Penis. Ich weiß nicht, ob ein Wesen, das aus riesigen Seilen besteht, einen Penis braucht, aber es hatte einen. Aber ich meine, Penis, ich meine, schön, wenn man ihn hat, sage ich jetzt mal. Also, das ist jetzt keine Gender-Bevorzugung hier, sondern ich sage, besser, man hat einen, wenn man einen haben sollte, ja, sozusagen, als man hat ihn nicht. My God, look at you fat bastards. I'll bet none of you can even find your own penis. Find your penis for a dollar. Find your penis, one dollar. Find your penis here. Wenn das Sinn macht. Egal, ich habe mich schon wieder gleich am Anfang hier in sozialpolitische Thematiken verrannt. Es wird Zeit, weiter Richtung Sekiro zu gehen. Denn wir gehen jetzt hier an einen schönen Ort voller Kirschblüten. Das sieht schon cool aus, oder? Das sieht schon cool aus, liebe Freunde. Aber da können wir uns ranziehen. Gibt's hier irgendwen? Ich habe gedacht, gibt vielleicht ein Begrüßungskomitee. Schön. Ich erwarte nur drauf, dass irgendeine Falle jetzt hier ausgelöst wird, weil so schön ist es meistens ja nicht. Ah. Okay. Hier gibt es... Gibt's hier ein Item? Kurz gucken. Weil hier an der Seite, ne? Kannst ja gerne mal Items geben. Wow. Was ist da hinten los? Da hinten ist... da ist sogar noch... Oh. Ich dachte, hier ist eine Höhle oder sowas. Nee. Ich dachte, vielleicht hier gibt es ein Item. Gut, dann gehen wir nochmal auf die andere Seite. Gucken wir nochmal. Da hinten war die Grafik kurz nicht mehr da. Aber hey, muss sie auch nicht, weil im Palast der Urquelle ist vieles anders. Oh, da können wir uns auch hinziehen. Das finde ich interessant. Gibt es hier unter der Brücke irgendwas? Oh, unter der Brücke? Unter der Brücke gibt's was. Können wir uns dahin bewegen? Unter die Brücke? Ich weiß, ich gehe gleich über die Brücke, liebe Kinder. Wartet mal kurz. Das sieht doch so aus, als könnte man da hin. Gibt es da was? Das sieht aber nicht so aus, als ob es da was gäbe. Naja, egal. Gut, gehen wir nach vorne. Genug hier an den am Eingang rumgestanden. Das Entscheidende bei so Palästen ist ja der Palast und nicht der Eingang. Gehen wir weiter. Ich warte auf böse Dinge. Ich stelle euch vor, ein böses Ding. Wie? Moment, was? Hatte ich nicht erst eine Nonne? Oh nein, nicht schon wieder dieser Kerl. Hallo Nonne. Aua, das war, okay, das war Mikiri. Warum habe ich jetzt hier gleich einen Boss? Damit habe ich gar nicht gerechnet. Okay, kann ich mal, jetzt auch mal, aua. Okay, kann ich jetzt auch mal dranhauen? Aua, das war ja so ein Sweep. Die macht ja so ein Sweep. Nein, ich habe Mikiri gemacht. Hallo? Ich habe Mikiri gemacht. Okay. Okay. Okay, den letzten habe ich nicht getroffen. Oh, oh. Oh, da macht sie noch so einen Sprung. Moment, habe ich die nicht erst... Warum gibt es die noch? Habe ich die nicht schon besiegt gehabt? Aua. Okay, die poist aber. Ganz schön. Wenn man das mal sagen darf. Die poist ganz schön, die verdorbene Geisternonne. Haha!
Ja? Oh, Mikiri, ich krieg die nie hin. Haha! Aua. Okay, wir haben sie aber... Warum hat die eigentlich drei Lebensbalken? Was ist da los? Warum hat diese Nonne drei Balken? Komm her, Nonne. Was machst du jetzt? Wow, was macht sie jetzt? What? What? Was? Was zum... Wow! 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 Moment! Margot Sweatnurse, was ist hier los? Wow! 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 Warum... Warum ist hier Margot Sweatnurse am Start? Moment, was? Kommt hier auch nochmal... Okay, sie kommt wieder. Sie hat einfach nur so eine komische Phase. Aua. Das war ein schneller Angriff. Okay, das war wieder ein schneller Angriff. Nein. Fällt aus hier. Nee! Ich krieg den Mikiri-Konter nicht hin. Ich krieg den Mikiri-Konter nicht hin. Ich bin gesprungen! Okay, ich habe schon fast keine Heilflaschen mehr. Aber wir sind im... Okay, kein Wunder. Ach, das war wieder der Mikiri. Ich muss diese Attacke lernen. Ja, na endlich. Endlich hat der Mikiri funktioniert. Oh, jetzt schon wieder? Was ist das für eine Scheiße? Margot Ratner ist hier. Oh, warte mal. Gibt es da irgendwie... Moment. Gibt es da irgendwie einen Trick? Oh, da gibt's keinen Trick, weil die mich auch hier oben erwischt. Moment. Warte mal kurz. Nonne? Warum ist diese... Warum ist diese Boss-Arena so gespickt mit so Sachen, wo ich mich dran ziehen kann? Aua. Okay, jetzt muss ich mich kurz heilen. Komm her. Aha. Warum ist das so? Oh, okay, das war's schon. Okay, wir haben noch. Wir können noch Sachen machen. What? What? Was ist jetzt los? Wow! Die hat so einen Tausendfüßler? Aua. Okay, der war hart. Wow! Wow! Okay, den, da muss ich drüber springen. Oh, fuck you! Fuck you! Geisternonne? Okay, da muss ich drüber springen. Okay, das war's. Ah, nein, ich kann noch einmal, weil ich ihr den Todesstoß versetzt habe. Okay, hier ist er jetzt aber aggressiver, wenn ich das mal sagen darf. Wow! Quatsch, falsch! Rüdiger, du hast die Kügelchen ausgewählt. Oh, fick die Henne. Fick die Nonne. Also nein, die hat ein Keuschheitsgelübde wahrscheinlich abgelegt. Aber das war einfach ein cooles Wortspiel. Okay, cool. Geil. Läuft. Rüdiger! Zum falschen Zeitpunkt geheilt hier. Okay, gleich ein Bosskampf hier. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, wir kommen hier in den schönen Palast rein, sehen einen schönen paar Bauten, Ruinen. Dann gibt es ein paar Mönche oder was auch immer, Buddha-Statuen, die lebendig wären, Terrakotta-Krieger. Aber das ist machbar. Das ist eine... Danke, Kuro! Dankeschön! Das ist eine machbare Aufgabe. Ich muss bloß einfach den Mikiri-Konter häufiger treffen und ich darf ihre zweite Phase. Aber warum kann ich mich hier irgendwo ranziehen? Okay, alles klar. Ich dachte, ihr habt mich schon wieder getroffen. Warum kann ich mich hier eigentlich irgendwo ranziehen? Kann mir das mal jemand erklären? Haha, genau das meine ich. Aha. Okay. Ja. Okay, cool. Aber ich habe ihre Poster schon relativ weit oben. Ah, verdammt. Wieder die falsche Taste gedrückt. Nee. Poster lasse ich mal schön oben. Meine Liebe. Die Poster lassen wir mal schön oben. Ah, fuck. Fuck you. Posture. Jawohl. Hol ich mir gleich nochmal ein bisschen
bisschen Leben hier zurück. Und jetzt macht sie ihre komische... Jetzt macht sie ihre Geistersache. Macht doch nicht die Geistersache. Fuck you. Murgus Wetner ist hier am Start. Okay, cool. Alles klar. Ich sehe schon. Das bringt alles nichts. Ich glaube, was es bringt, ist das hier. Einfach wie so ein Irrer durch die Gegend laufen. So wie bei Murgus Wetner. Falls ihr die nicht kennt. Murgus Amme aus Bloodborne. Die hat auch so eine Phase, wo man sie nicht treffen kann. Wo sie Phantome von sich beschwört. Und dann muss man einfach nur wie so ein Idiot durch die Gegend laufen. Nein, nein, nein. Ich muss mich kurz erstmal heilen, Geisternonne. Okay. Okay, cool. Da bricht sie mir die Posture. Jawohl. Nein. Haha. Okay. Okay, cool. Da habe ich noch... Ha! Okay, cool. Das geht. Das ist machbar. Ich kann zwar nur einmal wiederkommen, aber das ist mir egal. Kann ich sie hier nicht treffen? Warum kann ich sie nicht treffen? Vor allem kann ich nicht den komischen... Ich habe doch die sterbliche Klinge. Hätte ich den nicht schon abschneiden können, jetzt diesen komischen... Tausendfüßler? Geht das nicht? Diesen komischen Wurm? Kann ich jetzt auch mal zuschlagen? Fuck you. Fuck you. Blöde Kuh. Ach, das war die falsche Taste. Diesmal wollte ich wieder den Gimmikiri machen. Wow. Wow. Was zum Geier. Okay. Ha, fuck, fuck. Das gibt's nicht. Die macht so auch so diesen scheiß Status-Effekt. Das ist zum Kotzen. Toll. Da macht die diesen scheiß Status-Effekt. Genau wie die komischen... Wie die komischen Kopflosen. Dabei... Obwohl, sie hat gerade keinen Kopf. Da ergibt das Sinn. Okay, ich muss weg. Kurz weg, 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 weg. Posture. Ein Glück, dass sie so ein bisschen nicht so schnell ist. Dass sie ein bisschen langsamer ist. Weil sie ein bisschen zu viel gefuttert hat. Hättest du mal nicht... Oh, das ist ja fies. Zwei solche Moves hintereinander. Klappe zu hier. Du blöde Geisternonne. Mit deinem komischen... Oh, fuck. Der Move ist ja fies. Der Move ist ja mega fies. Okay, aber ich habe gelernt. Oh, ich habe gelernt, am Gegner dranbleiben ist immer gut. Und ich habe sie ja fast. Oh, fuck you. Fuck you, Geisternonne, ich habe dich fast. Jawohl. Fällt aus hier, mein Freund oder meine Freundin. Und los. Jawohl. Second try. Oh, dieser eklige Tausendfüßler. Jawohl. Yes! Yes! Cool. Wahre Nonne. Das war die richtige Nonne, logischerweise. Wir haben wahrscheinlich nur ihre Illusionen dann bekämpft. Eine Erinnerung an den Kampf gegen einen starken Gegner, der für immer im Geist des Rüdigers weiterlebt. Die Angriffskraft kann, Die verdorbene Nonne war die Bewacherin der Palastbrücke. Okay, Lore ohne Ende da in dem einen Satz. Das war die Palastbrücke und sie hat mich nicht durchgelassen. Ergo, Bewacherin der Palastbrücke. Okay, was haben wir hier? Übersichtstafel des Drachen. Ich sag doch, wir sind im Vergnügungspark, jetzt haben wir die Übersichtskarte bekommen, wo man welches Fahrgeschäft findet. Sie war diejenige, die hat unser Ticket gelöst. Oder wir haben ihr Ticket gelöst in den Himmel. Was für geile Wortspiele. Das ist nur ihre Meinung. Und jetzt kriegen wir eine Übersichtstafel. Eine Übersichtstafel aus einem großen Stück Jade. Ihr Besitz erhöht die Anzahl der Waren, die bei Händlern im Laden gekauft werden können. Ja, ist ja geil. Eine solche Übersichtstafel wird von den Händlern hochgeschätzt. Ein alter Brauch schreibt vor, dass man durch den Drachenrang im Palast als höher gestellter Händler anerkannt und bevorzugt behandelt wird. Fette Scheiße. Das heißt... Was jetzt genau?
ich bin jetzt auch selber Händler, ich kann jetzt selber Waren verkaufen. Wer weiß, wer weiß. Oh, ich sehe, wir sehen gleich was Cooles. Deswegen gehe ich nochmal kurz zurück. Ich weiß, wir sehen gleich was richtig Cooles. Wir sehen gleich was richtig Cooles. So, erstmal Angriffskraft verbessern. Das machen wir. Die wahre Nonne. Genau. Obgleich die Erinnerung weit zurückliegt, stärkt es den Rüdiger. Mhm. Die verdorbene Nonne gehörte zu den Befallenen, die über den Palast der Urquelle wachten. Unsterblichkeit ist gut für eine ewige Palastwache. Ihr wahrer Name ist Priesterin Yao. Interessant. Haben wir Priesterin Yao verprügelt. Gute Sache. Und was war das hier? Das verstehe ich nicht. Warum kann ich mich hier ranziehen? Gibt's hier irgendwas? Vielleicht kann ich auf das Dach da hoch? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, liebe Freunde. Auf jeden Fall sehen wir jetzt was Cooles. Oh. Wow. Okay. Oh. Oh. Wow. Das ist wirklich der Palast der Urquelle. Wow. Cool. Okay, erstmal gucken. Hier hinten gibt es bestimmt ein Item. Oh, From Software. Habt ihr verpasst, hier ein Item hinzupacken? Alter, okay, es ist schon... Hier vielleicht? Nein. Oh, das ist aber schon geil. Aber mal ohne Flachs. Oh, das ist ja schon... Oh, das ist ja schon ziemlich cool. Kommt man hier früher schon hin? Das würde mich mal interessieren, ob man hier schon früher hinkommt. Denn ich finde... Ich glaube, mit so einem Zwielicht... Ich meine, der Sternenhimmel ist ganz schön, aber ist ja so leicht bedeckt. Aber ich finde, so im Zwielicht sähe das wahrscheinlich noch viel geiler aus. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Cool. Cool! Wir sind definitiv nicht mehr in Kansas, Dorothy. Für die Alten unter euch, die diese Referenz verstanden haben. Ihr seht, ich mache Minderheitshumor, wenn man so will. So, jetzt springen wir hier in unseren Tod, sicher? Oder hätte ich hier irgendwo noch landen können? Nein. Und schon kommt die coole Musik. Oh, da sehe ich doch schon ein Item. Wie, Moment, was? Oh, das gibt mir doch definitiv Schaden, oder? Nö. Rüdiger? Sehr gut. Aber hier ist... Der Palast hat aber auch schon mal schönere Zeiten gesehen, oder? Ah, da kommt man, glaube ich, nicht hin, oder? Ne, guck mal, der Palast hat aber auch schon mal schönere Zeiten gesehen. Was ist denn hier los? Sehe ich hier irgendwen? Ist hier irgendwer, der mir auf die Nuss hauen will? Oh, hier ist aber ganz viel Wasser, in dem wir schwimmen können, oder? Oder werde ich hier... da komme ich durch. Okay, cool, merken wir uns. Das ist eine. Ist das eine Statuette? Nee, das ist keine Statuette. Ich dachte vielleicht Wasser, in das wir reinspringen können. Okay, cool. Wow! Das ist ein Gegner. Was ist das? Was ist das? Der spielt Querflöte. Hat mich gesehen. Ja, er hat mich nicht gesehen. Was ist das? Ist das so ein Tentakelmann? Wie der Nebelheilige oder wie wir da auch immer hatten. Ja, das sind solche Bloodborne-Tentakel-Heinis. Komm mir an, ob. Das ist ja widerlich. Die Fischmenschen. Wir sind hier in Innsmouth. Und nicht in... im Palast der Urquelle. Okay, hier kann ich definitiv abtauchen. Oh, hier ist das Wasser aber sehr schön klar. Gut, bei einer Quelle sollte das Wasser immer klar sein. Also wenn das Quellwasser nicht klar ist, dann ist irgendwas mit der Quelle nicht in Ordnung. Okay, cool. Gucken wir uns den nochmal genauer an. Okay, die sind ein bisschen eklig, die Kollegen. Die haben 4 Hände! Oh. Der hat aufgehört mit Spielen. Guckt euch die doch mal an! Mit dem langen Hals! Nee, der muss sterben. Du musst sterben. Widerlich! Igittigit! Was ist denn? Oh, na super, jetzt sehe ich hier wieder nichts. Wird das Licht ausgemacht hier? Fettwachsklumpen. Die sind ja noch ekliger als die komischen Mönche mit ihren Tausendfüßlern. Das ist ja widerwärtig. So viel zum schönen Palast der Urquelle. Ist ja was ist denn hier los? Was ist denn hier? Ich schmeiß mal um. So, Ruhe. Genug hier mit irgendwelchen Glühwürmchen. Palast der Glühwürmchen hier.
Das ist ja wirklich Bloodborne-Scheiße ist das hier. Hentai-Tentakel. Furchtbar. Okay, wir gehen hier weiter. Noch mehr? Noch mehr solche! Noch mehr solche Flötenspieler. Querflöten-Solo. Ist ja wie bei Jess Rotal hier. Oh, hat er mich gehört? Nein. Los, Querflöten-Solo. Wieso kann ich an dich nicht anvisieren? Ich wollte nämlich gerade sagen, ich kann dich doch anvisieren. Genug Querflöten-Solo hier gespielt. So, wo geht's hier lang? Was gibt's hier? Hier gibt's nur Wasser. Aha. 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 Okay, cool. Ist das eine Kiste eigentlich, die ich nehmen kann? Das sind hier ganz viele Kisten. Warum kann ich die nicht plündern? Warum kann ich die nicht plünderi-plünderrand machen? Was denn hier? Der ist dahinter. Ich sehe dich doch durch die... I heard it through the grapevine and I saw it through the Japanese wall. Ja, ja, ja. Marvin Gaye. 1963 oder so. I heard it through the grapevine. Was ist hier los? Was ist jetzt hier? Schönen guten Tag. Ist das wieder eine Statue oder steht da oben jetzt wirklich jemand? Ich denke immer, da oben stehen Leute. Entschuldigt bitte, ich muss mein Fernrohr rausholen. Ist wieder nur eine Statue. Ich dachte, da stehen oben immer welche. Aber ist nicht der Fall. Okay, wir können natürlich schwimmen. Das finde ich aber immer ein bisschen gruselig, wenn man mich fragt. Weil schwimmen ist für mich immer scheiße. Weil ich hasse es, unter Wasser zu sein. Aber gut. Querflötenmänner. Ich will nicht wissen, was die machen. Weil die machen bestimmt fiese Dinge. Die können bestimmt fiese Sachen machen. Noch mehr Querflötenmänner? Was ist denn da? Was ist denn da auf der Brücke? Wir müssen uns mal kurz die Füße nass machen. Was ist denn... Da hüpft einer! Der ist gut gelaunt! Und er macht... Was macht denn der? Tai Chi? Das ist Tai Chi. Der macht seine Yoga-Übung. Na, den stören wir besser nicht. Der macht schöne Übungen. Einfach. Den können wir auch mal in Ruhe lassen, den Kollegen. Wenn der jetzt nur seine Übungen macht, brauchen wir ihn noch nicht stören. Nee, da oben sitzt keiner. Was ist hier? Ah. Hier ist wieder nix. Da noch mehr! Machen die auch Tai Chi? Was ist das? Was sind das für Kollegen? Was sind denn das? Das sind irgendwelche Samurai-Krieger. Cool. Cool, cool, cool. Okay. Und jetzt können wir den Sommer angucken. Hier! Guck mal, er macht seine Übung. Da, 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 da. Und jetzt der aufsteigende, kniende Hund. Und jetzt der betrunkene Kanalarbeiter. Tada! Okay. Oh, da sehen wir das Vieh nochmal, das uns hierher gebracht hat. Cool. Okay. Okay, Digga. Wow! Hallo, junger Mann. Kann ich Ihnen behilflich sein? Was hat denn der auf dem Rücken? Ist das eine Schalmei? Spielt der mir jetzt ein? Machen die jetzt hier Duett? Der eine mit der Querflöte und der andere mit der Schalmei, mit der Shamisen? Okay, alles klar. Ist da was? Er will's ja nicht anders. Du willst es ja nicht anders. Du schießt mit seinen Böcklein. Was ist das? Was sind das für welche? Was bist du? Was hat der für eine komische... Okay. Ja, sind aber flinke Burschen. Okay. Tote flinke Burschen. Sind das auch solche Fischmenschen? Das sind auch solche Fischmenschen. Ist ja widerlich. Widerliche Fischmenschen hier. Warum, From Software, warum bei Bloodborne schon? Letztes Level DLC, Fischmenschendorf. Letztes Level Sekiro, Fischmenschendorf. Was ist da los? Cause I know that I'm a gay fish, gay fish, gay fish, yo. Motherfucking gay fish, gay fish. I'm a fish, yo. Hat's in Bloodborne nicht mehr reingepasst, das Level? Oh, noch mehr. Zwei gleich. Okay, cool. Tot. Der nächste bitte. Oh, jawohl. Tot, weil er meditiert hat. Weil er meditieren musste. Sind da noch mehr? Okay, hier ist keiner mehr. Da, der auf der Brücke. Der ist bestimmt der Obermotz von denen. Das ist der Obermuff, dieses Anführer.
Er macht seine Yoga-Übung und die beschützen ihn und sagen, ich will nicht bei meinen Yoga-Übungen gestört werden. Von 7.30 Uhr an möchte ich eine Stunde Yoga-Übung machen. Was gibt's hier denn? Oh, schöne Gärten. Schöne Gärten. Okay, cool. Und hier waren dann noch welche. Okay, ganz viele von denen. Okay. Okay, kann ich hier eigentlich irgendwo rein? Werde ich hier von der Strömung mitgerissen? Das sind die großen Fragen des Lebens. Manchmal muss man sich einfach treiben lassen, Philipp. Oh, Keramiksplitter. Keramiksplitter, die kaputten Vasen hier wieder überall. Okay, hier gibt's... Wisst ihr was? Wir gucken mal kurz. Hier ist eine Wand. Okay, gut. Sieht der mich? Auf seiner komischen... Kann man hier rein? Ja, hier kann man rein. Ich gehe mal hier rein. Mal gucken, was mich hier erwartet. Hier kann ich gar nicht rein. Weil hier ist verschlossen. Aber ich sehe ein Item. Das heißt, ich muss von der anderen Seite rein. Wisst ihr was? Dann lass mal den noch seine Yoga-Übung machen. Ich störe ihn halt nicht. Ist ja auch unfair. Der tut uns ja erstmal nichts. Gut, dann kümmern wir uns um die Kollegen hier. Nee. Kann ich mich hier an die Wand schleichen? Ja. Kommst du bis hierher? Das ist die große Frage. Die laufen so merkwürdig. Ja, nee, der kommt nicht bis hierher, oder? Die schaffen es nicht bis hierher. Aber wir können uns den einen dann auf jeden Fall schnappen, wenn die sich gemeinsam umdrehen. Hier unter dem Kirschblütenbaum werden sie ihr das Zeitliche segnen. Oh, ich gehe mal schnell weg. Okay, cool. Die haben solche komischen Masken auf. Die Sidos aus dem Fischmenschendorf. Oder die Crows, je nachdem. Yeah, einer tot. Einer tot. Zwei tot, wenn wir schnell sind. Rüdiger, sei schnell. Jawohl. Bloß nicht gegen die Fischmenschen kämpfen. Die bringen aber... Oh! Mimo-Ballon des Reichtums, wer hat mich gesehen? What? Oh, Statuseffekte. Statuseffekte. Die komischen Männer mit ihren Querflöten machen Statuseffekte. Ruhe! Keine Statuseffekte. Ich will gar nicht wissen, was das ist. Ich will das gesamte Spiel über nicht herausfinden, was die machen. Wie komme ich hier rein? Oh, da gibt es bestimmt ein Loch im Dach oder so. Bestimmt. Okay, da muss ich doch hoch. Okay, aber da haben wir schon mal hier ein paar Leute ausgeschaltet. Rüdiger, halte ich fest. Ih, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Was sind das hier? Was sind das hier für komische... Sehen die so aus unter ihren Masken? Das ist ja gruselig. Aber ich meine, gute Laune haben sie. Der lächelt. Denkt sich, oh cool, don't worry, be happy. Always look on the bright side of life. Come on. Okay, wie komme ich hier rein? Ist hier irgendwo ein Eingang? Muss ich mir durchs Dach fallen lassen? Was ist hier los? Hier irgendwo? Ein Loch? In der Wand? Nein? Hier vielleicht? Nein. Vielleicht oben? Muss ich von ganz oben reinfallen? Gucken wir mal. Ich gehe jetzt ja wie immer hermeneutisch vor, liebe Freunde. Wir sind in einem neuen Gebiet. Da lasse ich mir Zeit. Ist hier irgendwo ein Loch im Dach? Nee. Aber wie komme ich denn dann... Oh, da habe ich ein Item verpasst. Das holen wir uns gleich noch. Ist hier irgendwo... Hier ist... Wie komme ich denn hier rein? Ich will rein. Ist hier irgendwo... Ist hier was? Nee. Wo ist denn hier der Eingang? Zu dem Dorf. Naja, egal. Holen wir uns erstmal das Item da hinten. Das können wir auf jeden Fall machen. Und dann gucken wir... Ist da eine Tür? Das ist aber was anderes. Das ist nicht dasselbe Gebäude, Philipp. Egal. So, hier drauf. Was gibt's hier? Was gibt's hier? Starke, was gibt's hier? Leichten Geldbeutel. Schön. Oh, können wir uns hier runterspringen? Ist das hier so... Ist das ein geheimes Level, zu dem wir kommen können? Wenn wir uns todesmutig hier runterspringen. Warte mal. Gucken wir uns das mal von der Seite an. Hier von hier hinten komme ich aber nicht ran, oder? Ich muss doch da reinkommen. Irgendwie muss ich mich an irgendeine Wand drücken und dann schiebe ich die rein? Nee. Okay, gucken wir mal hier. Guck mal hier. Bin ich hier einfach doof? Ist das eine Tür, die ich öffnen kann? Nein. Jetzt hier rein? Nein. Ist hier irgendwo, wo ich mich ranziehen kann? Nein! Aber wie komme ich denn... Hier war doch... Ich gehe nochmal von der anderen Seite. Brauche ich hier irgendeinen Schlüssel für? Was ist denn hier los? Nee, hier von der Seite komme ich auch nicht rein. Wie komme ich denn hier rein? Ich habe doch da ein Item durch die Wand schimmern sehen. Das heißt, ich muss doch auch irgendwie hier reingehen. An diesen schönen kleinen Ort hier. Ziehen wir uns nochmal hoch. Gucken wir uns nochmal von der anderen Seite an. Vielleicht habe ich es einfach nur verpasst. Ist hier irgendwo? Nö. Und dann gucken wir uns den Mann auf der, Dings an. Bin ich doof? Bin ich einfach doof am Ende des Tages?
Ich hab doch hier... Oder was habe ich denn da leuchten sehen? Ich habe doch hier ein Item leuchten sehen. Oder ist hier wirklich nichts drin? Am Ende habe ich mir das nur eingebildet. Am Ende habe ich mir das wirklich nur eingebildet. Okay, dann Mann auf der Brücke. Oh, er hat mich schon gesehen. Ja, ich warte mal, bis er mit seinen Übungen fertig ist. Beziehungsweise bis er in die andere Richtung guckt. Aber er ist schon ein behender Tänzer. Wenn ich mal das sagen darf. So, in die andere Richtung. Jawohl. Wie er sich freut, dass er auf einem Bein stehen kann. Tschüss, mein Freund. Tut mir leid. Das war's. Oh. Der hat aber... Oh, Karpfen. Oh, ganz ehrlich. Ich kann mir lebhaft vorstellen, dass hier in diesem Wasser ein großer, mega böser Karpfen drin ist. You got it, dude. Aha, interessant. Da ist dann noch ein Karpfen. Wisst ihr was? Das große Wasser, das meide ich erstmal. Wie viel Zeit haben wir noch? Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch. 2 Minuten oder so. Wisst ihr was? Vielleicht schlage ich mich noch bis zur nächsten Statuette durch. Die wird ja wahrscheinlich hier drüben auf mich warten, schätze ich mal. Weil einen Boss hatten wir schon. Aha, ich sehe ganz viele von den komischen Tentakelmännern. Was gibt's hier? Oh, wo ist denn da? Achso, das ist das Licht einfach nur. Oh, oh. Okay. Weitere von den komischen Bogenschützen. Die meditieren da, aber er meditiert ja komisch. Das eine Knie im Dach drin. Das kann aber auf die Dauer auch ungesund sein. Schlecht für die Knie, muss man wirklich sagen. Okay, gehen wir mal hier hinten lang. Was gibt's hier? Oh, Wulfis! Hier gibt's Wulfis! Okay, cool. Interessant. Kannst du springen, Rüdiger? Wie kannst du? Du kannst ja nicht springen. Und dich daran festhalten? Rüdiger, wieso geht denn das nicht? Okay, dann machen wir... Oh! 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 Ohoho! Ohoho! Alles Gute kommt von oben! Oh, oh. Noch mehr, die mich sehen? Nee, Hundis wahrscheinlich. Oder irgendwer hat gesagt, wer turnt denn da auf dem Dach rum? Was ist denn da los? Ist das ein Rüdiger, der auf dem Dach rumturnt? Den steige ich aufs Dach, habe ich mir gedacht. So. Oh, noch mehr Hundis. Ganz viele Hundis hier. Was machen denn Fischmenschen mit Hunden? Ist da auch eine komische Kombination. Es ist wieder dem Tierreich. Okay, wisst ihr was? Die Hundis müssen jetzt dran glauben. Ich wette, hier unten steht einer, der mich dann gleich angreift, aber mir jetzt egal. Ein Hundi muss dran glauben. Sind das Fischhundis? Das sind Fischhundis. Komm her. Die haben... Die... Moment, was? Igitt. Das sind Fischhunde. Oder Hundefische? Auf jeden Fall eklige Sachen machen die. Aaleber. Oh oh. Die sehen mich aber ziemlich gut, wenn ich das mal sagen darf. Die Kollegen mit ihren komischen... Wie heißen sie? Querflöten. Jetzt habe ich das Wort. Die sehen mich ja gut. Die hören mich sogar. Die kleinen Schweinchen. Oh, der Hund hat mich gesehen. Der Hund hat mich gehört. Okay, das bedeutet, die anderen haben mich auch gesehen. Und andere Hundis. Viele Hundis. Nein. Noch mehr Hundis. Ist da was? Nee. Nee. Ich will gar nicht wissen, was ihr für einen Statuseffekt macht. Ich will nicht wissen, was für einen Statuseffekt du machst. Komm her, Hundi. Tot. Toter Hundi. Okay, cool. Okay, ich bin loaded, was Geld angeht, aber sowas von. Komm her, Uni. Okay, das sind keine harten Gegner, die sind bloß eklig. Besonders eklig. Okay, nochmal, du auch? Wow, wow, puh. Die Hundis schießen mit Blitzen. Hörst du auf? Hör dir auf, mit Blitz zu schießen. Oh, fuck you, Hundi. Komm her. Komm her. Komm her! Fischhund! Das ist das Ekelhafteste, was ich je gesehen habe. Und ja, ich habe schon mal ein Schlagerfest der Volksmusik gesehen. Links am Madel, rechts am Madel, wie ist das bloß möglich? Links am Busserl, rechts am Busserl, so geht das am Weg. Ist trotzdem ekelhafter. Ich brauche eine Statuette. Okay, liebe Freunde, ich glaube, hier ist ein guter Punkt, um aufzuhören. Oder, wartet mal.
Ich würde einfach mal sagen, durch dieses Tor gehen wir beim nächsten Mal. Aber vorher will ich hier noch alle Hundis im Hof, im überfluteten Innenhof ausschalten. Ich muss hier aufhören, Hundis zu nennen. Da ist doch eine Statuette. Na, dann machen wir doch da weiter. Beide tot. Double kill, kill, kill. Und hier waren noch Hundis. Hier waren noch Hundis. Oder nur einer? Oder mehrere? Egal. Ich mache sie auf jeden Fall kaputt. Okay, cool. Tot. Das war's. Sehr gut, liebe Freunde. Das war doch eine sehr erfolgreiche Episode, wenn ich das mal sagen darf. Wir haben fast alles abgeholt hier, was hier geht. Wir haben die ersten Schritte im Palast der Urquelle gemacht, der sehr cool ist. Ganz anderes Weltendesign. Verdammt cool. Und wir gehen an die Statuette. In der Hoffnung, dass wir gelassen werden. Am Ende ist es eine Fake-Statuette. Das würde ich From Software zutrauen. Endlich mal ein Fake-Bonfire. Okay, cool. Schnell. Nicht, dass hier irgendjemand ist. Nein! Sehr gut! Statuette! Freigeschaltet! Sehr gut. Knien muss ich gar nicht, weil ich habe keine... Genau. Ich habe keine Heilflaschen verloren. Ich bin sehr gut hier durchgekommen. Super gut. Achso, wie heißt das Ding eigentlich? Mibu-Villa. Moment. Mibu-Villa? Waren wir nicht erst im Mibu-Dorf? Sind wir hier im anderen Mibu-Dorf? Das war wahrscheinlich Alt-Mibu, wo wir waren. Und das hier ist Neu-Mibu. Keine Ahnung. Auf jeden Fall machen wir hier in der Mibu-Villa weiter. Mitten im Palast der Urquelle. Ist ein sehr geiler Ort. Habt ihr das da gerade gesehen? Habt ihr gerade gesehen, wie da einer vom Dach gerollt ist? Da ist gerade jemand vom Dach gefallen. So schlimm ist es ja auch nicht, um sich vom Dach zu stürzen. Also wir sind ja nicht hier in der chinesischen Zwangsarbeit bei Apple. Ja? Wir sind hier in Japan. Und da ist zwar auch harte Arbeit angesagt, vor allen Dingen vom Rüdiger, aber so schlimm ist es ja auch wieder auch nicht, um sich vom Dach zu stürzen. Ich hoffe, ihr bleibt mir auch treu und stürzt euch nicht irgendwo runter. Außer ihr habt ein Bungee-Seil. Dann könnt ihr das gerne machen. Und ich hoffe, es ist gut an euch befestigt. Ansonsten würde ich mich über ein Like freuen. Über ein Abo, falls ihr noch nicht habt. Und wie immer, am meisten freue ich mich über Kommentare. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt noch viel Spaß im Internet. Der gute Rüdiger wird sich wahrscheinlich nochmal das Gesicht abwaschen hier zwischen den Teilen. Hier in dem Quellwasser wahrscheinlich. Das fand ich auch gut für die Haut. Ne? Und dann sehen wir uns wieder. Hier bei Sekiro Shadows Die Twice. Macht's gut.